Ein Hallo von mir und ein herzlich Willkommen von euren Charles. Ich begrüße euch zum Ich bin Handwerker neu Level 60 Guide. Das heißt, wir haben jetzt Patch 3.3. Was passiert, wenn ich jetzt erst Level 60 bin? Wie kann ich das jetzt angehen, das optimale Gear am Anfang rauszubekommen? Ich befinde mich dazu in Frohnhalde an der Position X5,9Y7 hier, wo alles für die Handwerker zu finden ist. Das seht ihr hier, das ist dieser Freimarkt. Natürlich, der Charles hat natürlich schon seine Attribute, aber das legen wir jetzt mal alles beiseite. Sondern wir gehen davon aus, ich bin jetzt Level 60, habe noch ein niedrigeres Gear, so wie hier sehen wir ja, vergesst mal die ganze Materie, die drinnen ist. Und wie kann es jetzt angehen, einfach auch meine Attribute in die Höhe zu bekommen, auf diese 850, dass ich eben 3 Sterne craften kann, dass ich halt fein craften kann. Und zwar ist es in dem Fall jetzt einfacher geworden. Und wenn wir gucken, als allererstes für jeden, der es noch nicht weiß, ich bin jetzt neu Level 60, was habe ich für Möglichkeiten? Wie können wir das alles machen? Einmal, die Voraussetzung ist, es gibt 2 verschiedene Sammlerscheine. Und zwar, es gibt blaue und rote. Und hier hat es ja auch diese Veränderung gegeben. Wie sehe ich das im Menü? Was brauche ich für blaue bzw. rote Scheine? Ihr geht auf Timer. Ihr guckt dann Rowenas Haus der Wunder. Und hier seht ihr, hier hinten sind für rote Scheine. Hier haben wir noch eine Wochengap von 450. Und blaue Scheine, das ist das alles hier unten. Und hier haben wir kein Wochengap mehr. Das heißt, ich kann hier eigentlich craften, solange ich will. Und so wie heute, dieses Chimärenfilzgewand, wenn ich es herstelle, hat dann bei Minimum Sammelwert 3500, kriege ich schon 182 Marken. Oder Max beim Sammelwert 6300, kriege ich 218 Marken. Also das ist der Hammer. Das heißt, wenn ich 9 von den Dinger herstelle, habe ich fast meine 2000 voll. Also hier guckt ihr mal, wenn ihr im neuen Level 60 seid, könnt ihr mal hier herstellen. Warum dieser Sammelwert? Ganz einfach, wenn wir ins Crafter-Menü hineingehen, in dem Fall habe ich das schon angewählt, beim Chimärenfilzgewand der Heilung. Wenn ich jetzt noch zusätzlich die Sammelsynthese aktiviere, dann sehe ich hier Sammelstücksynthese und hier diesen Wert. Und wenn ihr guckt und ihr habt ein paar Teile in HQ und ihr könnt ihr verwenden, da kommt ihr da schon mal auf 1360 zum Beispiel. Das ist schon fast die Hälfte von diesen 3500. Also wenn ihr etwas Niedrigeres craften sollt und ihr billiges Material und ihr macht das schon in HQ hier rein, habt ihr auf jeden Fall schon höhere Qualität. Und somit natürlich, desto mehr Qualität ihr habt, desto mehr Scheine bekomme ich. Was mache ich dann mit diesen Scheine? Wir gehen zur Sammelstücke Händlerin, tauschen hier um eben die Teile, was wir hätten. Und dafür bekommen wir blaue Sammler, blaue Handwerkerscheine. Wenn wir die haben, gehen wir zu der Dame daneben, Scheinewechslerin. Hier auf blaue Handwerkerscheine, auf anderes. Und wenn ihr hinunter scrollt, findet ihr da unten dann Rowena Marke blaues Handwerk. Hier das tauscht ihr um und dann habt ihr Rowena Marken blaues Handwerk bekommen. In dem Fall für 50 Sammlerscheine kriegt ihr eine Marke. Und so wie bei dem Weber heute, wenn ich 218 eben vom Wert her hätte, bekomme ich schon 4 Stück dafür. Und das ist der Hammer heute eben. Müsst ihr immer gucken täglich, wann kriege ich optimal viele Scheine. Wenn wir die umgetauscht haben, geht ihr zur nächsten Wunderwarenhändlerin. Und hier müssen wir jetzt aufpassen. Wir gucken uns als erstes die blauen Scheine an. Und hier ist die Änderung. Ihr geht auf Handwerker Ausrüstung. Und hier werden wir jetzt gucken, in dem Fall für den Weber, wenn ich das mir jetzt angucke, hier ist er, der Schneiderzylinder. Hier bräuchte ich 4 Rowena-Marken blaues Handwerk und eine Empfangsbestätigung. Also hier hätte ich schon mal mit diesem einen Teil des Webers, bekomme ich schon mal genug Marken blaues Handwerk. Und dann brauchen wir noch die Empfangsbestätigung. Und die kriege ich auch hier unter Sammlerstücke. Und in dem Fall wie beim Weber heute, ist es auch genau dasselbe Teil. Also die Chimärenfilzrobe der Heilung mit einem Sammlerwert von Minimum 5900. Also wenn ich hier jetzt einmal 5, 6 crafte davon, nehme ich einmal ein Stück, was das Minimum 5900 hat, tausche das um und den Rest in Scheine und dann kann ich mir schon einmal das erste Oberteil bzw. das Kopfteil kaufen. Und wie sieht es aus beim Werkzeug? Hier gucken wir jetzt genauso zur Wunderwarenhändlerin, gucken wir hinein, gehen wir auf Handwerker Werkzeuge und wenn wir hier gucken, ist genau dasselbe.
hier bei der Schneidernadel, wenn wir gucken, brauchen wir 12 von der Blaues Handwerk und auch eine Empfangsbestätigung. Also hier würde ich empfehlen, als erstes mal die Waffe zu machen, also die Haupthand, und dann den Rest zu machen. Für die Nebenhand ist es jetzt so, hier ist die Änderung, hier bräuchtet ihr die Rowena Marke Rotes Handwerk, aber für meinen Geschmack sehr viele, 26 Stück finde ich einfach zu viel, denn für die weitere Folge, was passiert, wenn ihr dann einmal das Gier habt, würde ich empfehlen, hebt die roten Marken auf, geht hier dann zur Scheinewechslerin und bei den roten Handwerkerscheine tauscht ihr um in die Goblin Kelche, das ist jetzt neu dazugekommen, und wenn ihr den Kelch mitgenommen habt, dann lauft ihr einfach und zwar zum nächsten Händler, der steht gleich daneben, und zwar hier neben der Seiker, da haben wir hier den Grinmox, und wenn wir den aufmachen, hier können wir die Werkzeuge und Ausrüstungen verbessern. Bei den Handwerker und Sammler, wie sieht es bei den Handwerker dann aus? Werkzeugverbesserung, so wie in meinem Fall, sagen wir jetzt wieder beim Weber, die Schneidernadel. Hier bräuchte ich dann eben die Schneidernadel, die ich ja schon habe. Die bekommt ihr mit den blauen Marken und 13 Goblin-Kelche. Hier habe ich 9, also noch ein Weekly Reset, der immer Donnerstag ist. Hier habt ihr den Reset für die roten Marken. Kann ich mir dann die nächste 200er Haupthand holen. Das ist so der Weg, wenn ihr neu Level 60 seid. Also würde ich euch vorschlagen, mit den blauen Marken eben zuerst Haupthand und Gier machen. Das geht relativ zügig. Roten Marken nebenbei machen, um eben diese Goblin-Kelche zu machen. Um nicht nur eben das Werkzeug, sondern wenn ihr Lust habt, auch die Ausrüstung zu verbessern. Hier sage ich aber, das dauert zu lange, meines Geschmackens. Also ich werde das nicht machen, sondern ich würde euch wirklich empfehlen, holt euch die 180er Haupthand, so wie ich es habe, 180 Goblin-Kelche und aufwerten. Und für das Gear nehmt ihr die blauen Handwerkerscheine und mit denen holt ihr euch dann das 180er Gear für den, was ihr wollt, entweder nur für den Spezialisten oder für alle eure Handwerker. Ja, das ist so jetzt der Ist-Stand vom Patch 3.3. Ich hoffe, das hilft an jeden, der Level 60 ist, weiter. Somit hoffe ich, ihr macht auch den Weg, den ich euch ein bisschen vorschlage. Könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Somit verabschiede ich mich für heute. Ein Tschüss von mir, ein Tschüss von euren Charles. Bis zum nächsten Mal.